Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, The Cloudcatcher Chronicles. Mein Gott, ich hätte gern diese Schäfchen da vorne. Aber ich fürchte, ich kann mir, glaube ich, kein Stall bauen, oder? Einmal das und einmal das. Und dann fehlt mir was? Das da drüben. War das jetzt der große? Ich glaube, ne? Klein und groß. Verdammt, da brauche ich noch mehr von dem Zeug. Vielleicht kriege ich es ja doch zusammen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob ein Groove, sage ich schon, ob dieses kuschelige, flauschige Schäflein, ob das, Hallo? Ob das einen großen oder einen kleinen Stall braucht. Ich glaube, ich brauche einen großen, oder? Das Fabit scheint interessiert an deinen Kräutern. Möchtest du ihm eins geben? Ja, bitte gern. Hallo, es mag das. Kommst du mit mir mit? Hm? Möchtest du mit mir zum Bauernhof? Ich baue dir auch einen ganz schönen Stall, wenn es sein muss. Na, kommst du mit? Ja? Ich weiß jetzt nur nicht, in welche Richtung ich laufen muss. Aber ich gehe halt mal ein bisschen langsamer, ne? Haben wir jetzt Zeit. Weil den kleinen Strolch wollte ich schon immer mal haben. La, la, la. Was ist das jetzt schon für ein Rufzeichen? Na komm mit. Achso, die Dings. Die Vogelscheuche. Natürlich, ich bin schon doof. Ist aber schon Sommer. Hatte ich jetzt Glück? Und dass das jetzt genau ausgegangen ist? Hey! Na, komm später wieder. Passt schon. Bist du noch da? Wo ist es denn? Schäfchen? Schäfchen? Weg. Es ist weg. Ich darf mit keinem sprechen. Kann das sein? Hallo. Oh doch, es hat mich gern. Wenigstens etwas. Komm mit. Ich möchte ihn schon gerne nach Hause bringen. Es wäre aber nur schön, eine Karte zu haben. Wäre halt echt schön. Weil ich traue mich jetzt nicht, einen Reiseknoten zu verwenden. Weil die Gefahr besteht, dass das Tier hier nicht mitportet. Aber soweit humpelt es schon mal nach. Ich muss es nur noch unfallfrei heimbringen. Aber wenn ich zu schnell laufe, dann klappt es wieder nicht, ne? Nö. Bist du das gewesen? Ja. Oh Mann, das ist gar nicht so einfach. Weil durch den Sumpf möchte ich das Viechlein auch nicht jaiken. Muss ich halt schön langsam machen. Der kleine Racker ist halt nicht so schnell. Aber niedlich. Unglaublich niedlich. Na, möchtest du noch eins? Ich möchte ihn gerne nach Hause bringen. Dauert halt ein Stück. Ist halt wie bei Minecraft, ne? Dass man damals so ein Schaf gefunden hat oder eine Kuh. Vor allem bei den großen Biomen, da dauert es halt schon mal ein Weilchen. Kann ich eigentlich zwei Viechlein gleichzeitig mit heimnehmen? Hi! Warte, warte, warte! Ich glaube, der mag das nicht. So, wo muss ich da jetzt hin? Oben drüber? Ich schaue einfach mal. Der Kleine kommt schon mal mit. Tap-tada, tap-tada, tap-tada-tada. So. Na toll, mein Bauernhof wieder anfinden, ne? Das dauert. Tap 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 tap. So. Da kommt eh mit, das passt. So. Wir haben leider kein schönes Wetter.
Aber die sammle ich schon mal mit ein, weil die werde ich vielleicht brauchen. Ich bin jetzt auch ganz unschlüssig, wo ich eigentlich lang muss. Da oben war falsch, eindeutig. Hallo? Na, kommst du mit? Passt. Das ist gar nicht so einfach heimzufinden, Herrschaftszeiten da. Habe ich nicht irgendwann mal eine Brücke gebaut? Ah, Alter! Wo ist es denn hin? Er schläft. Oh mein. Komm mit. Ich will dich mit nach Hause bringen. Das ist gar nicht so einfach, weil ich nicht mehr weiß, wo ich wohne. Da ist halt Minecraft Kamotta. Da kann man sich mit Fackeln oder sonstigen Methoden Wege basteln, dass man wieder heimfindet. Was bei mir überhaupt nicht der Fall ist. Habe ich ja darüber gemusst. Aber wir kriegen das schon hin, irgendwie. So. Da kommt der kleine Racker schon. Inzwischen kann ich Steine sammeln. Ich glaube, es wäre geschickter gewesen, hier rüber zu laufen. So. Da kommt er schon angehoppelt. Ich habe mich, glaube ich, einfach nur bei der Seite geirrt. Ich glaube, ich muss wirklich da durch. Ich habe das halt komplett vergessen. Beziehungsweise durchs Porten ist das halt echt einfach. Du brauchst an sowas nicht mehr denken. Ah, die sind halt so niedlich. Wie die hier schlafen. Ah, der kommt mit, das passt. Halt. Jetzt schläft er. Kommst du mit? Hm? Komm mit. Ja. Da, geh mal schön gemütlich. Mal hier lang zu gehen. Der Kleine kommt noch mit, sehr gut. Nicht zu schnell. Sonst bleibt er stehen. Ach, die sind so knuffig. Die sind so süß. Wo ist er? Da ist er. Ja, Entschuldigung. Meine Schuld. So. Geht's noch? Sehr gut. Ja. Da vorne ist, glaube ich, schon der Stall. Na, geht's? Ja? Fein. So, da kommt er schon angehoppelt. Ja. Aha, das wird er hungrig. Dann kriege ich wieder was. So, komm da. Komm, mein Hübscher. Mein hübsches kleines Ding. Hier schläft ein Grufel. Da, der kommt mit. Servus. Na. Sowas. Also mitten in der Nacht stören. Also muss das wirklich sein. So. Und ich würde mal meinen, hier ist besser, wenn man reingeht. Und wahrscheinlich braucht der jetzt natürlich auch einen eigenen Unterschlupf, ne? So. Ich glaube nicht, dass du die mit irgendjemandem was teilen könntest, oder?
Ich meine, hier reinpassen würdest du ja theoretisch, ne? Freilassen. Seite 1, Seite 2. Ah, oder kann man das upgraden, das Haus? Glaube ich nicht, oder? Tierhaus groß. Bietet einem großen Tier Platz. Haben wir hier mehr gelernt? Na, dasselbe, ne? Für ein kleines Tier. Für ein großes Tier. Für ein kleines Tier. Welche kleinen Tiere da reinpassen, weiß man nicht, ne? Dann brauche ich jetzt hier noch einen. Dann brauche ich hier noch was. Da noch was. Dann brauche ich noch einen davon. Und jetzt probiere ich mal den großen. So. Dann kann ich... Komm mal mit. Dann werde ich hier rüben einfach das Aufstellen probieren. Ich gehe mal ein bisschen schneller. So. Interagieren. Ich möchte hier gerne was aufstellen. Und zwar dahin. So. Ja, ich glaube. So ist gerade gut. Und platzieren. So. Bist du noch da? Ja. Oder ist es zu groß für ihn? Leer. Wie kann ich dich jetzt hier anmelden? Oder braucht er tatsächlich nur ein kleines? Das könnte auch sein. Gib ihm einen Gegenstand. Interagieren. Alles entfernen. Bietet Platz. Wie war denn das? Muss ich vielleicht reicht doch wirklich ein kleines. Ich bin vergesslich. Ich weiß das nicht mehr. Schreiner. Schrein. Fürs Kleine. Schreiner-Set brauchen wir nochmal zweimal. Aha, was. Na, fehlt nichts. Okay. Einmal das was, glaube ich. Und einmal das. Und nochmal ein Schreiner-Set, ne? Ja. So. Bauen wir halt noch ein kleines. So, dann wird's wohl passen. So, halt. So. Verschieben möchte ich das gerne. So. Dann möchte ich das hier gern verschieben. Ich würde sagen, das schaut hier recht schön aus. So. Und dann möchte ich hier was bauen. Und zwar das hier. Aha, das geht sich gerade so aus. Ja. Huch. Jetzt. So. Und jetzt haben wir ein kleiner. Komm da. Ja, komm. Hä? Komm mal mit. Jetzt müsste es aber schon klappen, oder? Oder darf ich gar nicht mehr als wie zwei Tiere haben?
Nein. Leer. Bäh, bin ich jetzt ganz doof? Wie ging das denn nochmal? Hier kann sie auch nicht sein, oder? Verschieben zurück. Na, das muss schon so passen. Eigentlich, dass du hier... Ah, na, falsch. Pflegen, auf Reisen gehen. Das sollte doch passen, oder? Ich bin doof, das wird sein. Du willst nicht bei mir bleiben, wie es ausschaut. Oder ich darf nicht. Oder ich muss ihr noch mehr zu essen geben, das könnte auch sein. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen, wie man die Viecher behalten darf. Ich dachte, das reicht schon, wenn sie mitkommen. Das ist jetzt peinlich. Ich hätte echt gedacht, das passt. Ah, Farbit adoptieren. Ja, bitte. Jetzt auf einmal geht's. WTF? Hallo. Na, alles fein? Jetzt auf einmal geht's. Muss es jetzt Tag sein? Keine Ahnung. Egal. Alles fein? Gut. Meh. Das könnte ich noch umdrehen. Dann wird's besser ausschauen. So, und dann würde ich sagen, questen wir da weiter, ne? So, das muss so hin, genau. Ja. Und das... Wo könnte man das denn natürlich das so drüben stehen lassen? Weil hier passt es ja eigentlich auch nicht so recht. Ich wollte ein bisschen Platz sparen eigentlich, aber ich glaube hier passt es tatsächlich am besten. Na gut. Und es ist wieder Nacht geworden. So, einen Platz habe ich da noch frei für ein Viechlein meiner Wahl. Vielleicht für später. Okay, das zu dem. Sauberkeit haben wir alles, Produktionsertrag passt, das haben wir 100%, ist alles gut. So, Quest wollte ich eigentlich machen, Entschuldigung. So. Also, Quest. Gegenstände, Kurzwand fehlen mir noch immer. Etwas... vor Regen schützt. Ein Regenmantel hätte ich hier basteln können, ne? Das hat vor Regen geschützt. Schlau, 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 schlau. Oder? Oder? Kann ich den überhaupt bauen? Schneiderlein, Schneiderlein. Nicht Schreiner, sondern Schneider. Da fehlt mir einmal Farbstoff weiß. Da fehlt mir dafür das Brauerset. Farbstoff weiß. Jetzt könnte ich ihr nochmal den einfachen. Also, es war ein einfacher Kittel. Hoppala, mein Fehler. Hier war der Regenmantel. Farbstoff gelb verflixt.
Tontopf. Wo bekam ich den schnell her? Küchen war das, glaube ich, auch nicht. Tontopf, wo ich den dann herbekomme. Musste ich den mir kaufen? Na, das ist ja Blödsinn, oder? Das ist doch ein Schwachsinn. Ich Bastlerin, das könnte sein, dass die das kann. Ha. Da habe ich mir wieder mal selber schön ins Knie geschossen, ne? Ich Idiot. Jo. Das mit dem Regenmantel kann ich jetzt mal getrost vergessen. Nicht gut. Wo die Bastlerin daheim ist, wäre auch interessant. Gut. Brauermeister. Da kann ich jetzt ja auch noch nicht so viel, ne? Weil das kann ich halt herstellen, ja, zu tausendfach. Ansonsten fehlt mir halt der Tontopf. Bling, 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 bling. Also wäre vielleicht nicht so schlecht, wenn ich nochmal mich zurückporten würde zum Schneegebiet. Wo ist es denn? Wo ist denn mein da? Zum Schneegebiet zurückporte, und zwar Zitterhof. Ich glaube, das war dort. Da war in der Nähe das Dorf, ne? Dann könnte ich theoretisch, müsste es gehen, dass man dort diese Tontöpfe kaufen kann. Jo. Da drüben nochmal. Und dann müsste ich mir die Farbe machen können. Theoretisch. Jo. Ja, ein bisschen ungut. So. Ich habe schon wieder vergessen, diesen Mitternachtsfisch zu fangen, ne? Sieht man hier eine Uhrzeit irgendwo? Nö, ne? Nee, nee. So, hallo. Hast du zufällig diese Tontöpfe, die ich brauche? Das wäre ganz famos. Weißen Farbstoff, aber keinen gelben. Nein. Ich habe kein Glück, ne? Ich kann bei dir auch keine Tontöpfe kaufen, ne? Gut gemacht. Du hast als Brauer die Künste der berufsbezogenen Gilde gemeistert. Das hilft mir nichts. Ich brauche die Tontöpfe. Ja, das ist natürlich jetzt besonders blöd. Ha. Super. Okay, jetzt habe ich richtig versammelt. Ja. Was nun? Hey. Ich hörte, Gerberei Pfiffeldieb hat viel zu viele Kleidung waren. Da solltest du hingehen, wenn du welche suchst. Danke. Momentan wären Tontöpfe ganz schön. Ich habe kein Glück. Oh. Jetzt, wo du Wanderer hin wieder am Nachthimmel steht, finden meine Grufes vielleicht heim. Ah. Das könnte schon sein.
Kitty. Kitty wäre schwer nett, oder? Seit die Düsternis kam, gibt es keine Kinder mehr. Boah, das ist aber auch heftig. Und wie wär's mit dir? Katie ist noch nix. Kann ich nicht mitnehmen. Ich bräuchte nämlich jemanden für meinen Bauernhof, ne? Der wird sich auch bieten, verstehst? Auch anbieten. So. Da hinten rennt auch jemand. Bist du auch? Na, Violett hat wahrscheinlich noch eine Quest für uns. Dann würde ich sagen, nehmen wir ihn, oder? Heuern wir ihn als Landarbeiter an. Probieren wir es zumindest mal, oder? Hallo. Ich würde sagen, Butter. Toll, ich liebe Butter. Nein? Doch. Echt jetzt? Doch, gefällt das. Okay. Er möchte mehr. Ja. Ja, braucht mehr Nahrung. Dann, wie wär's mit dem? Ja. Nichts geht über Rotbeeren. Cool, ich hätte die Butter gar nicht nehmen müssen, aber schon wenigstens Platz. Nichts geht über Rotbeeren. Und einmal noch. Rotbeere für mich? Danke. Geh bitte zum Zitterhof. Ja. Ich wollte schon immer Bäuer werden. Ich wollte schon immer Bäuerin werden. Das ist ein Mädel? Echt? Ich fange gleich an und werde deinen Hof in Schuss halten. Entschuldigung, durch die männliche Stimme habe ich das nicht. Und so, ne? Ja, cool. Da hätten wir jetzt schon mal jemanden. Jo. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, würde ich sagen. Ich werde auch hier mal schnell ins Dorf reinmarschieren. Für den Glanzhof gleich jemanden finden versuchen. Und ich will dann auch schauen, ob wir gleich mal ein paar Viechleins kriegen, ne? So. Nehmen wir gleich mal die Biermadler mit. Jo! Dann hätten wir nämlich das, also mein persönliches Sorgenkind hätten wir dann auch weg, die Höfe. Das hätten wir dann auch geschafft. Hier in der Wüste wären schön, wenn wir Steinkonstrukte hätten, ne, für die Tiere. Weil die kühlen schön, glaube ich. Die bieten schön Schutz, als wie so Holz, glaube ich. Würde wahrscheinlich auch optisch gut passen. Wärst du Violett schon wieder? Nein, die wollen alle nichts mit mir zu tun haben. Wie schaut's mit Ihnen aus, gnädige Frau? Nein, mit Ihnen? Sehen wir's? Huck, da will niemand was. Nimm auf. Aha. Da wollte niemand was mit mir zu tun haben. Das ist aber ganz, ganz fies. Ich dachte, da könnte ich jetzt ganz praktisch jemanden überreden, aber nope. Das ist nicht der Fall. Da hat anscheinend keiner Bock, mit uns mitzukommen. Nein? Du auch nicht? Na. Mach selber, du fauler Arsch. Ich hab schon verstanden. Kann ich jetzt noch Reiseknoten basteln? Ja. Ja, da machen wir gleich ein paar. So. Das reicht schon mal. Das war ein Schuss in den Ofen. Das heißt, ich muss mir... Ja, ich suche mit jemand anderen, der eventuell unsere Höfe da bearbeiten möchte. Ich schau mal hier. So niedlich. Ich möchte ins Dorf gehen. Da herüben. Genau. Den nehme ich auch gleich mit. Den Stein nehme ich auch gleich mit. Da brauche ich eh noch einen Haufen. Zack. Zack. Und bam. Heureka. Da ist noch ein Stein. Wie perfekt. Das war Absicht. Reine Absicht.
hat man schon vermutet, ne? So, auch hier gibt es ein paar Steine für uns. Sehr gut. Bam. So. Die haben auch noch einen. Zack. Sehr fisch. Dann gehen wir mal ins Dorf und ich hoffe sehr, dass wir Leute finden, die auf unseren Höfen arbeiten wollen. Zwei würde man noch brauchen. Das wäre ganz, ganz super. Den Stein haue ich noch weg. Oh, der Part ist schon zu Ende. Zack, der war jetzt etwas besonders ruhig, der Part. Ruhiger als sonst. Das tut mir sehr leid. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. In dem Sinne, ihr Lieben, wir haben im nächsten Part versuchen weiter Leute für unsere Höfe zu kriegen. Ich mache so vieles durcheinander, weil es einfach einmal das, einmal das, einmal das. Ich versuche... Ah, da hätten wir schon jemanden. Ist das ein Mädel oder ein Bursch? Ein Bursch, glaube ich, ne? Oder ein Mädel mit kurzen Haare? Das könnte auch sein. Ich glaube, ein Mädel mit kurzen Haare. Wir hatten eh noch keine Frau, das passt perfekt. Die schaut auch so wüstenaushalterisch aus. Also hitzebeständig, so. Ich würde sagen, die nehmen wir dann... Versuchen wir dann für unseren Wüstenhof zu gewinnen. Jo. Na gut, in diesem Sinne, ihr Lieben, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!